darf Ihnen jetzt das vierte Stück zeigen, das wir machen. Das ist eine Brezel. Dazu nehmen wir wieder wie gehabt ein Teigstück, längen es vor, rollen es aus. Beim Brezel schauen wir, dass es in der Mitte ein bisschen dicker ist und am Ende ein bisschen dünner. Und für die Profis unter euch können die Enden ruhig solche kleine, ich sage mal, Pummel sein. So. Für die Breze lege ich mir das Teigstück hierher, dann überkreuze ich die Enden noch einmal und gebe die Enden einfach hinauf und drücke sie an der Breze fest. Noch einmal. Zuerst rolle ich das Teigstück aus. Kreuze die Enden. Noch einmal und lege es hinauf und drücke ein bisschen fest. Und so machen die Österreicher die Brezel. So wie jetzt machen die Österreicher die Brezel. Und in Bayern, dort wo ja die Bierbreze eigentlich zu Hause ist, dort haben die eine ganz besondere Technik entwickelt, um eine Breze zu machen. Wahrscheinlich haben die Bayern nur einfach weniger Zeit als die österreichischen Bäcker. Bei denen geht es so. Und fertig ist die Breze. Noch einmal. So. Jetzt gut herschauen. Mit Schwung. Und fertig ist die Breze. Nachdem unsere Teigstücke jetzt genug Zeit gehabt haben, 40 Minuten in Ruhe aufzugehen, richten wir sie jetzt fertig her für den Ofen. Wir haben hier einmal unsere Brezel. Die streichen wir jetzt wirklich gut mit Wasser ab. Da braucht man nicht sparen beim Wasser. Man kann ruhig den Pinsel gut hineintunken und die Brezel abstreichen. Wir richten dann die Brezel mit einem Gemisch, also wir bestreuen unsere Brezel mit einem Gemisch aus Salz und Kümmel. Grundsätzlich ist Ihrer Fantasie, sind aber keine Grenzen gesetzt. Sie können es mit Sesam bestreuen, mit Mohn bestreuen, mit Leinsamen. Alles, wie Sie wollen. So hergerichtet ist das Gebäck jetzt fertig für den Ofen. Ich darf Ihnen dann beim Nachbacken von unseren Rezepten alles Gute wünschen.
und anschließend noch einen guten Appetit beim Verspeisen von unserem guten, frischen Vollwertgebäck.